Sebi, letztes Spiel gegen KSV, heute enge Partie, hast du umkämpft, wie hast du es erlebt? Ja, ich denke, dass wir am Anfang früh angepresst worden sind und mit dem Probleme gehabt haben. Da haben wir Karpfenberges 1-0 gemacht, das ist genau das, was uns nicht passieren sollte. Und ja, dann haben sie ihr Spiel aufgezogen, haben sich hinten reingestellt, haben gut verteidigt und haben eigentlich nur mehr auf Konter gelauert. Wenn man sich die Statistik zum Spiel anschaut, war Kenzburg war in allen Belangen überlegen, statistisch gesehen. Am Platz hat es nicht ganz so gut ausgeschaut. Woran liegt es noch, dass man sich so haut tut? Ja, ich denke, wenn es genau das passiert, dass wir mit 1-0 in Rückstand geraten, dann können die anderen Mannschaften ihr Spiel aufziehen. Sie können sich hinten reinstellen, können verteidigen und lassen uns anrennen und warten auf unsere Fehler und dann ist es natürlich leichter zu kontern. Du bist knapp nach einer Stunde eingewechselt worden, hast eine ganz beeindruckende Zweikampfstatistik, sprich du hast alle deine Zweikämpfe gewonnen, 100%. Respekt. Danke. Ich gehe davon aus, dass du beim kommenden Spiel gegen Wattens in der Stammformation stehen wirst. Ja, es wird ein bisschen Trubel gemacht. Derby, Tiroler Derby ist der erste seit 12 Jahren im Profifußball, genauer gesagt gegen Wattens seit 45 Jahren das erste Mal im Profifußball. Ja, wie sieht das die Mannschaft? Ja, mir kriegt natürlich mit, dass der Kautenvorverkauf sehr gut ist, dass Wattens versucht, alles was geht zu mobilisieren, aber dennoch sieht man schon, was in Innsbruck los ist, was da von Seiten der Fans passiert und aufgewendet wird, um da wirklich Tivoli als Hexenkessel darzustellen. Die Worte sticheln ganz ordentlich. Motiviert euch das zusätzlich? Ja, man lest natürlich die ein oder anderen Postings und Einträge und ja, ich denke am Freitag müssen wir schauen, dass wir die 3 Punkte in Innsbruck lassen. Die Zielvorgabe ist klar. Der Meistertitel sollte her, Aufstieg sollte her. Da darf eigentlich ein Aufsteiger keine großartige Hürde sein, oder? Ja, das hat man eben letztes Jahr schon gesehen, das war beim LASK auch so, die sind auch gestolpert und das ist alles kein Selbstläufer. Man sieht, die anderen Mannschaften sind alle auch sehr gut, die haben sehr gute Kaderspieler und es ist alles sehr eng in der Liga und da können oft schon Nuancen entscheiden, ob die Meisterschaft geholt wird oder nicht. Gegen Wattens hat man in den letzten paar Jahren hin und wieder mal ein Vorbereitungsspiel gemacht, man hat sich da immer Haut getan. Sind die so unangenehm zu spielen oder hat man sie nicht für voll genommen? Nein, ich denke, bei Wattens sind auch viele Ex-Profis dabei und das merkt man natürlich und die kennen das sicher über 90 Minuten gehen das Tempo und haben sich gut verstärkt und dann ist es sicher nicht so einfach und ich denke, dass sie sehr gute Spieler haben in ihren Reihen und dann wird man dann sehen, was am Ende entscheidend ist. Es wird ein Zusammentreffen mit vielen Ex-Wackerianern, mit vielen Kollegen, auch von dir. Ja, habt ihr jetzt in den Tagen davor schon ein bisschen, habt ihr gegenseitig ein bisschen gekackelt? Ja, wir haben jetzt gleich ganz kurz telefoniert, aber noch nichts Großartiges. Das wird jetzt heute und morgen passieren. Okay, Sebi, was darf man uns denn erwarten am Freitag? Ja, hoffentlich eine Innsbrucker Mannschaft, die brennt, die 3 Punkte in Tivoli zu lassen. Gut, Sebi, dann hoffen wir, dass das so kommt und ich bedanke mich fürs Interview. Danke. Ciao, Sebi. Danke.